Zwei, eins. Mit vollen Herzen Hallo. geht es in eine neue Runde. Zelda, Ocarina of Time, mit dem Slavi und Sluxy und Urschuss. Und dem Büschel. Ja, hallo, das bin ich. Ihr betretet das blaue Feld. Diesmal habe ich auch an den Herzcontainer gedacht. Ganz clever. Ich kann euch sagen, warum ich diesmal dran gedacht habe, weil das Piep mir auf den Sack ging. Er ist sprachlos. Hat er keine Meinung mehr zu. Oder mein Internet ist jetzt komplett... Sorry. Ach, da ist er. Ich wollte gerade sagen, ist mein Internet komplett abgestürzt. Ach stimmt ja, da gab es ja auch noch eine Weise für den Tempel, ne? Kam ja gar nicht zu Sprache. Du hast die Kreatur des Bösen bezwungen und den Fluch von Schattentempel genommen. Danke dafür, Slavi. Denn ich bin alleine Prinzessin Zeldas Vertraute. Sondern auch jene Weise, die über Tempel wachte. Die Shikas sind nicht nur Shik, sondern waren aus der Generation die getreute Diener des Königsgeschlechts von Hyrule. Jedoch, auf den Tag genau vor 7 Jahren griff Ganondorf das Schloss an. Nach kurzem Kampf schon ergab sich Hyrules König. Ganondorf wollte den Schlüssel zum Heiligen Reich, dem... Was für ein Ding? Den bestgehüteten Schatz der Königsfamilie, die Ocarina der Zeit. Meine Aufgabe war, Prinzessin Zelda zu retten und sie vor dem Zugriff Ganondorfs zu bewahren. Als ich dich damals bei unserer Flucht aus dem Schloss sah, warst du noch ein kleiner Junge. Jetzt ist aus dir ein stolzer Held geworden. Du hattest keine Kindheit. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Die Prinzessin ist jetzt in Sicherheit. Hoffe ich. Denn ich bin ja schließlich nicht da gewesen, um sie in Sicherheit zu bringen. Aber ich bin gutere Bodyguard. Schon bald wirst du Prinzessin Zelda von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Achtung, Spoiler! Sie wird dir alles erklären. Dann, wenn die 6 Weisen den Großmeister des Bösen verbannt haben und wieder Frieden in Hyrule eingekehrt ist. Und ich bin dann arbeitslos, aber darüber reden wir jetzt nicht. Gehe nun, stehe Prinzessin Zelda an meiner Stelle zur Seite und beschütze sie. Meine Kraft soll dich begleiten. Ich lege sie in dieses Amulett. Ja, geil. Neue Münze. Wir können wieder Glücksspiel betreiben. sie hatte übrigens einen anderen Akzent, weil sie war ja inkognito unterwegs und dementsprechend musste sie sich einen neuen Akzent aneignen. Ist natürlich alles so in der Lore inbegriffen. In der Wishes eigenen Lore. In der Slavi-Lore. Das Amulett des Schattens, Impa, ich kann ja wieder normal reden, Impa gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt die Kraft. Voll normal, yeah. Ne? Voll normal, ey. Bitte suche Prinzessin! Ist das nicht eigentlich dein Job? Ich esse gerade. Nicht, achso, dein Job ist natürlich auch die Prinzessin zu suchen. Sorry, the Prince is in another castle. Slavi, der Auserwählte! Endlich, hat ja lang genug gedauert. Alle 6 Weisen sind erweckt. Es ist soweit. Der entscheidende Kampf gegen den Großmeister der Hurensöhne soll nun beginnen. Zuvor jedoch solltest du jede treffen, die auf dich wartet. Bin immer aufhören, dauernd zu spoilern, Alter. Sie harrt deiner in der Zitadelle der Zeit. Oh. Warum auch immer er diesen Move macht. Diese faltenfreie Stirn von diesem alten Sack, ne? Ich bin begeistert. So. Zelda hart in der Zitadelle der Zeit. Gleich kommt Plot of Doom. Doch vorher machen wir einer der geilsten und spannendsten Quests in ganz Ocarina of Time. Wir gehen jetzt auf Leisterjagd. Hast du die Geister noch alle im Kopf, wo die sind? Ja, hab ich. Die Nachtschwärmer. Ich glaube, wir haben bis jetzt eine Nachtschwärmer schon eingefangen gehabt. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann auch ein anderer Run gewesen sein. Kann auch ein anderes Let's Play gewesen sein. Hast du genug leere Flaschen? Vielleicht hätte ich es ja so halten, obwohl nee, ich glaube, wenn wir jetzt schon zur Frikadelle der Zeit gehen, dann startet schon die Cutscene, kann das sein? Wenn wir jetzt direkt uns in die Frikadelle der Zeit porten, ne? Hast du die Lichtpfeile? Nee, die kriegst du von Zelda. Oh shit, Spoiler, sorry. Nee, aber die Eispfeile, die kriegt man, glaube ich, in der Gerudo-Arena. Die kriegst du in der Festung. Ja, was mir noch fehlt, sind hier, das letzte Dien-Teil, aber ich glaube, das bekamst du bei der Zora-Quelle, die hinter diesem dicken Klotz war. Hm?
Ja, ah nee, gar nicht. Die Zora-Quelle hat deine Herzen verdoppelt, ne? Deine Herzen verstärkt. Was ein total geiles Feature war. Bei Majora's Mask haben sie wenigstens gecheckt, dass sie das Feature ein bisschen eher einbauen sollten. Geh mal in dein, zeig mir mal dein Menü, was fehlt in dir noch? Okay, dann zeig ich dir jetzt mal mein Menü. Lass mal die Hosen runter. Lass mal, ja, die Flasche bekommen wir durch die Geisterquest. Ist loben. So, Skulltolas haben wir 71 an der Zahl. Uns fehlen insgesamt noch 6 Herzteile. Ja, und da war's. Ach, den blauen Scheiß, ja, den kriegst du, als großer Link. Musst du dich nochmal zum Geistertempel beamen. Dort. Ist das. Zum Geistertempel? Ja, da kannst du eine Wand aufsprengen. Stimmt, da hinten ist ja auch noch irgendwo eine Zora-Quelle, ne, am Geistertempel, ne? Genau. Da kriegst du die Unverwundbarkeit. Ja, das machen wir dann gleich. Erstmal brauche ich hier Elbrona. Ghostbuster Wishes. Die ist beim Wüstenkoloss. Ja, genau. Das war schon wieder Salias Lied. Falsches Lied. Rückwärts Wishes. Das ganze LP überhaupt. Nein, ich will nicht mit ihr reden. Verdammte Salia, auch Kunden-Hotline, ey. Du kriegst Dinge hin, ne? Die schaffe ich nicht. Ja, siehst du? Kunden-Hotline. Wer ist doch ihre Kunden-Hotline? Ist nicht immer... Sag mal, Epona, bist du fertig? Soll ich einen Arzt rufen? Oh, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese scheiß Geisterquest. Ich mag die überhaupt nicht, ne? Die ist so unnötig zeitaufreibend und das alles nur für eine leere Pfandflasche. Können wir nicht einfach Epona, dein Ernst? Was sagst du? Ich sag Deponia, genau. Deponia, dein Ernst. Dein Ernst. So. Im Endeffekt ist unser Job hier jetzt lang zu reiten und an gewissen Stellen in der Hylanischen Steppe diese Geister hier herauf zu beschwören. Da wir hier Nummer immer ein Delay haben, das. Wenn du an der zerstörten Zugbrücke Richtung London Farm läufst. Habe ich schon den ersten eingesammelt. So, diese Nachtschwärmer. Nein, du musst ja genau dieses kleine, Schildchen streifen, das meinte ich. Welches kleine Schildchen? Das vor der London Farm? Dann auch wenn du. Ne, das Schild direkt bei der zerstörten Zugbrücke. Ja, das war wahrscheinlich der Nachtschwärmer, den ich gerade gerufen habe. Entschuldigung. Dann Gesundheit bei der London Farm am Baum, beim Eingang. Wenn du den berührst, kommt einer. Ich dachte, das ist immer darauf bezogen, aus welcher Richtung man auch kommt. Aber das ist, du triggerst die, indem du bestimmte Gegenstände berührst. Genau. Ja, da ist er. Ja, der ist natürlich direkt abgehauen. Ja klar, der Geist erscheint dann halt immer in Reitrichtung. Dann müssen wir es mal andersherum probieren. Ja, da ist er. So, wenn ich jetzt hier natürlich auf dem aktuellen Geschehen wäre, ne? So, den bei der Lon-Lon Farm habe ich auch. Einen können wir noch sammeln, bevor wir sie abgeben müssen. Dann hol noch den bei der Lon-Lon Farm links neben am Eingang. Da ist doch. Da, wo du den zweiten Geist gefangen hast, musste an diesem kleinen Mäuerchen entlang reiten. Dann kommt er unten im Tal. Also hinter der Mauer reiten. Nee, schon auf dem oberen Abteil, aber an der Mauer entlang so streifen, sag ich jetzt mal. Und die Mauer macht doch irgendwo so einen Knick und im Knick bleibst du am besten stehen und guckst runter aufs Tal. Dann. Oder guckst Richtung London fahren, ist eigentlich völlig egal. Dann nach einer Zeit kommt er ja wieder. Ich habe ihn gehört. Ja, dann. Da hat man genug Zeit, den zu treffen. Man muss ihn halt nur treffen, ne? Das Beste wäre halt, wenn du stehen bleibst mit Epona, genau in dieser Ecke von der Mauer. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Meine Güte, Alter, geht die Zeit hier schnell voran mittlerweile. Ganze Nacht schon an Geister jagen. Wo will er denn hin, Alter? Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Was für einen Auftrag verfolgt er denn? Scheiße, meine Pfeile gehen langsam schon wieder zur Neige.
Ich bin kein großer Fan von dieser Quest, gebe ich offen und ehrlich zu. Ja, wenn man weiß, wo sie auftauchen und wann und wie man das beeinflussen kann, dann geht's. Es ist halt nur nervig, da 3-4 Mal da in den Laden zu rennen, zu der alten Oma da, die Geister hinheben. Och, Alter, ohne Scheiß, ey. Nee, ich find's eigentlich am nervigsten, die zu treffen, weil das Shooting funktioniert meines Erachtens... Eigentlich funktioniert es bei OOT schon besser auf dem Emulator als jetzt schlussendlich auf der fertigen Konsole. Aber auch mit dem N64-Stick war das ja damals der Horror hoch 10. Ich merke schon, die Geister sind nicht beliebt im Chat. Ja. Nee, ich denke mal, da bin ich mit ein paar Leuten ausnahmsweise mal einer Meinung. Soll ja auch vorkommen, dass Schweine fliegen können, ne? Ja. Ah, hast du einen? Oh, nee, oh. Bleib halt tatsächlich echt mal in der Ecke stehen. Ja, ich hab ihn. Bleib halt echt mal stehen im Knick. Hast du ihn? Ich hatte auch damals als Kind total schwachsinnig immer dran geglaubt, dass die Viecher immer nur nachts kommen. Was wahrscheinlich an dem Namen liegt, ne? Alter, wo ist denn das Vieh runtergekommen, ey? Noch weiter weg? Ich glaube, die verschwinden nach einer Zeit, auch wenn du die nicht einsammelst. Kann das sein? Selbst wenn, dann kommen sie halt als Geister von wieder zurück. So, die drei haben wir auch schon mal. Ich glaube, einen davon hatten wir schon abgegeben. Ich meine, den wir schon gekriegt haben, können mal die Leute im Chat beantworten. Da sind ja doch ein paar noch im Chat, die immer regelmäßig dabei waren bei den Streams. Ich glaube, den vor der Sandwüste, den haben wir schon geholt. Du weißt, welchen ich meine, ne? Da gibt's zwei. Einer ist ganz beschissen, den hast du bestimmt nicht, aber den anderen könnte ich mir vorstellen. Ja, der ist uns, auf dem Weg ist der uns entgegengekommen, der war eigentlich ziemlich leicht zu kriegen. Pona, beruhigen. Dankeschön. So, wir werden es ja gleich sehen, ob wir wirklich schon welche haben an dem Geisterkonto. Dann wird sich das zeigen. Kinder. Saugapfel, ich aktualisiere meinen Stream recht oft. Vorhin habe ich es auch gerade wieder, aber ich weiß nicht. Mein Junge, hast du ein Irrlicht? Ja, bla bla bla. So. Achso, wir müssen. Meine Internetleitung oder keine Ahnung, ich bin immer sehr delayed. Wir müssen die Irrlichter leider direkt in die Fresse halten. So, zack. Ja. Oh, du bringst mir etwas. Nun, erstaunlich. Das ist ja ein Nachtschwärmer hier. Dafür bekommst du 50 Rubine. Ich hab genug Geld. Um 300 Schnuppen. Oh, ich hab euch übersehen. Nachtschwärmerkonto. Raphael ist da, Ali ist da, hi. Wie viele gab's davon? Gab's nur 10 Stück von denen? Ich meine, gab's nicht 13 oder so davon? Na Quatsch, 10 Stück reichen völlig. Dann ist fertig. Nein, aber ich meine, gab's keine nicht mehr von denen. Es gibt insgesamt nur 10. Nee, gibt's nicht. Es gibt 10 und dann ist fertig. 13 im Kopf. Ich weiß nicht warum, Alter. Ich habe aus irgendeinem Grund 13 im Kopf. Ich glaube schon, dass du recht hast, aber ich frag mich gerade, woher dieser Irrglaube bei mir kommt. Ja, eine geniale Belohnung, der eigentlich verarscht uns gerade nach allen Prinzipien, ne? Macht uns scharf auf den Preis und der Preis ist alles andere als heiß. Jo, Bambusleitung, das Problem kenne ich. Aber deswegen let's play ich's ja indirekt auch, damit ihr es in vernünftiger, schöner, abgemischter Quali dann auch, ne? Nochmal als LP habt, ne? Deswegen nehme ich sie auf. So. Gut, die drei haben wir abgegeben. Nächste. Hast du schon einen Plan? Ich glaube, ein guter Plan wäre schon mal. Relativ einfach. Warte. Ja, ja. Überleg schon mal. Ein guter Plan wäre aber noch ein paar Pfeile zu holen. Finde ich jetzt an dieser Stelle. Das auf jeden Fall, das kannst du machen. Eventuell nochmal den ein oder anderen Busch ummähen, wenn wir hier gerade noch einen finden. Dann kannst du mal gucken. Startposition ist halt wieder die kaputte Zugbrücke. Blickrichtung Farm. Hältst du dich mal direkt rechts, dann kommt dann immer so ein Wasserabteil mit 2-3 Bäumen und vielen Büschen. Musst du durch die Büsche streifen. In einem von den Büschen scheuchst du einen Geist auf. Wäre das wieder
wieder so typisch, was hier gerade passiert, ne? Ich will jetzt keinen Fall Probleme haben, ich raste aus. Na, hol lieber ein paar Pfeile. Kannst du gebrauchen. Oh, leck mich, ich muss jetzt echt Pfeile einkaufen. Ich hasse Ocarina of Time. Dieses Drecks-Scheiß-Problem mit den Pfeilen. Alle Items spammen nach, aber nie bei mir die Kackpfeile. Mimi. Warum hast du mich, Slavi? Ich hab dir nichts getan. Geh doch mal runter, blödes Pferd. Geh arbeiten, Epona. Mach irgendwas Sinnvolles. Scheuch die Geister schon mal auf. Such dir einen Job. Such dir einen Job. Ackergaul. Bring noch ein paar Rubine nach Hause, ja? Ich fass da alles. Ein paar Rupees. Ich musste bei meinen Runs früher nie Items nachkaufen. Das passiert mir immer nur in diesen scheiß Let's Plays. Man könnte meinen, ich kenne das Spiel noch nicht mal. Warte mal, war hier der Händler? Ich glaube, hier war der drinne. Ne, hier war das Kulturhaus, ich Vollidiot. Okay, wieder zurück. Ich brauche kein Geld. Danke dafür. Hast du das Game aber schon mal gespielt, oder? Ja, natürlich. Du warst zweimal live dabei. Also du bist mein Zeuge. Ne, der da oben ist nur fürs Schießen da. Und hier kann ja nur der Händler da oben sein. Das müsste, glaube ich, sogar der sein, der früher auf dem Marktplatz gechillt hat. Richtig? Richtig. Hallo, dich kenne ich doch. Ja, ja, bla bla bla. Gib mir die Pfeile und halt die Fresse. Alter, ist das teuer. Alter, ist das teuer. Ja, was los, Laxi? Ja, kauf Pfeile. Ja, was sollen wir uns da jetzt lange einen absuchen? Ohne Scheiß. Ich finde sowieso keine. Ich weiß, normalerweise ist das Spiel darauf programmiert, wenn dir bestimmte Items fehlen, die du auch brauchst, dass die nachspawnen. Vor allem was Schleuder und also Kerne und Pfeile anbelangt. Aber bei mir nichts davon. Das Game hasst mich. Übel, Mann. Ist ganz schlimm. Ich weiß auch nicht, seit wann das so ein dickes Problem ist, aber irgendwie keine Ahnung warum. Ich habe einfach kein Glück in sowas. So, jetzt sind wir aber genug ausgerüstet, um jetzt hier nochmal hier den richtigen Schnitt zu vollziehen. So, was hast du gesagt? Den Busch Richtung Burgmauer? Ja. Rechter Hand von der vom Castle ist da so ein, ich nenne es mal so ein kleiner Tümpel mit ganz vielen Büschen und zwei, drei Bäumen. Da streift man die Büsche ab und irgendeinen scheuchst du. Aber nee. Scheuchst du. Also die rechte, bist du sicher? Weil ich sehe jetzt gerade auf der rechten Seite. Ja, ja, nee, nicht. Also noch weiter an der Wand entlang. Also nicht ach so, direkt an der ach Burg, so, sondern an dieser, ein Stück weiter. Dieser. Zwischen Burg und Gerudo-Tal. Zwischen Burg und Gerudo-Tal, ja. Da. Dann gehe ich mal der ganz Wand im Nordwesten, rein. Wenn du so möchtest. Okay, ich glaube, ich gehe gerade schon ein wenig zu weit. Na, jetzt bist du bei mir richtig. Da mit diesem kleinen Flüsschen. Genau. Da sind die Büsche. Nee, kommt keiner raus. Haben wir den schon? Bin ich durch hier jetzt doch, da kommt einer raus. Gerannt. Ja, müssen wir den ja eigentlich schon haben eigentlich. Streif auch mal an dem einen oder anderen Baum entlang. Irgendwie wollen die gerade nicht. Kannst du gut haben, dass ist er an dem einen haben? Baum direkt am Wasser? Ist er an dem einen Baum direkt am Wasser entlang geschrammt? Da! Am Graben. Du Scheiße, der kommt aber dumm raus. Den muss ich jetzt mal von der anderen Seite angehen. Der kommt aber ziemlich blöd raus. Ah, ich glaube, der Radius, der war zu hoch.
Muss hier direkt am Graben entlang, wie du sagtest. Wish ist der professionelle Baumstreifer. Jeder braucht ein Hobby. Ernsthaft, Taufte, wenn du in die Richtung gehst, nicht auf, willst du mich veräppeln? Oh nein, Epona, bleib cool. Nein. Epona, beruhig dich, Mädchen. Alles, och nein. Die hat sich jetzt nicht festgebackt. Jetzt gehen die Pferde mit dir durch, wa? Ich komme hier nicht mehr raus, Alter. Epona, jetzt mach hier keine Spielchen, was soll das? Ja! Wie kriegst du solche Dinge hin? Sie will nicht mehr raus! Wie schaffst denn du sowas? Ich bin rausgekommen. Das ist mir noch nie passiert. Du Scheiße. Wow, Alter. Seitlich einparken wird bei dir später auch mal interessant. Ja, mit Epona. Du kannst mir nicht sagen, dass ein Auto sich schwerer steuert als Epona. Gaul hat einen eigenen Kopf. Das ist es. Ein Auto muss auf deinen Kopf hören. Ich verstehe jetzt nicht, warum der hier nicht auftaucht. Er war doch gerade da. Ich dachte eigentlich, dass das mit dem Baum im Zusammenhang hängt. Ne, das muss ein Busch gewesen sein. Das ist ja mal dumm. Oder hat das echt was mit der Richtung zu tun? Nein. Du musst ein bestimmtes Event auslösen. Geh nochmal jeden Busch ganz langsam durch. Kann ja nicht so schwer sein. Ja, das ist einer der Gründe, warum ich die Geisterquest überhaupt nicht mag. Weil es einfach nur Try and Error ist. Abend, Sierra Forever. Namen, Sierra. Ja, du musst auch schon durch die Büsche streifen, sodass die wackeln. Sonst zählt's nicht. Ja, das ist mir direkt schon durch, klar. Ich renn schon direkt durch. Na, den einen hast du da eben elegant umstreift. Mach langsam. Da ist er! Epona, ganz gemütlich durch. Holy shit. Oh nein! Genau in der Sekunde, wo ich ihn getroffen hätte.